nicht viel hilft viel, sondern nur das, was sein muss. Und da muss ich mir ein bisschen Zeit machen. Und das mache ich alles, wenn ich zu Hause bin, wenn ich es machen möchte. Aber den Pfeilbock nicht auf den Küchentisch reinhauen. Doch, kannst du machen. Kann die G-Stress geben, aber. Das ist eigentlich alles, was ich euch zur Ketteninstandsetzung sagen wollte. Und jetzt entscheidet jeder, ob er das macht oder ob er sagt, nee, ich bringe ihn lieber weg. Meine Ketten und dann ist es gut. Das ist nicht schlecht. Wir haben gerade überlegt, was bedeutet denn hier die 8? Ich habe meinen Bild jetzt nicht. Hier, das hier. Ist es die Pfeil? Ja, das war jetzt mal eine echt super Instruktion hier. Bei dem, das ist hier der Oberförster. Kann ich dir nicht sagen. Genau. Also man könnte. Nee, auch nicht falsch sagen. Ja, nee, ist richtig. Ja, das war eine super Lehrstunde hier. Bin gleich fertig. Wer hat denn schon mal selber von euch den Filter gesäubert? Ah, ich. Gut, was hast du gemacht? Hast du die Filter rausgenommen? Ja. Was hast du denn gemacht? Dann habe ich, warte mal, wie es in meiner Anleitung stand. Ich glaube, stand drin, dass ich ein unterfließend Wasser auswaschen soll. Kann das sein? Das ist nicht unterfließend Wasser. Sondern, wie hast du es gemacht? Gepustet. Ja,